gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Seine minimalistische 40-Zimmer-Villa absorbiert mehr CO2, als sie ausstößt. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Wie Sie zu Hause energieeffizient sanieren, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe der Drehscheibe Lausitz vom 13. April. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Zum Auftakt der heutigen Sendung richten wir unseren Blick nach Hoyerswerda. In der Vergangenheit verschwanden dort an vielen Stellen Plattenbauten, die einst das Bild der ehemals jüngsten Stadt der DDR prägten. Mit den sogenannten WK10 und WK9 wurden dabei ganze Wohngebiete nahezu ausradiert. Hintergrund war der besonders in der Zuse-Stadt sichtbare, rasante Einwohnerschwund. In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Bewohnerzahlen offenbar stabilisiert und es gibt eine Entwicklung, die ehemaligen Wohngebiete neu zu bebauen. Auf dem Gebiet des früheren Hoyerswerda Wohnkomplexes 9 soll schon bald rege Bautätigkeit zu beobachten sein. Erste Vorboten dazu waren die Baumfällungen und die Beseitigung von Wildwuchs auf dem Areal an der Bundesstraße Spremberger Chaussee. Den Bebauungsplan hatte der Stadtrat der Zuse-Stadt Ende März dieses Jahres gebilligt. Entstehen soll auf dem Gebiet eine Mischbebauung für Handel und Wohnen. Dabei ging dem Stadtratsbeschluss eine kontroverse Diskussion voraus, ob denn neue Handels- und Wohnflächen an dieser Stelle überhaupt sinnvoll wären. Letztlich bekräftigte Oberbürgermeister Thorsten Ruban C. mit seinem Statement auch die Haltung der Stadtverwaltung dazu. Es gibt eine Riesenentwicklung im Industriepark Schwarze Pumpe. Dort redet man von 4.000, manchmal sogar von 6.000 oder 7.000 neuen Arbeitsplätzen. Ist denn die Stadt überhaupt dabei? Ist die Stadt berät die mit, damit die Bürger auch zu uns ziehen? Ja, wir sind dabei. So, also wir müssen auch etwas schaffen insgesamt. Wir müssen attraktiv sein. Und ich sage mal, wenn wir mit den Kommunen Hoyerswerda, mit Weihwasser und Spremberg dort in Konkurrenz sind, ich glaube, brauchen wir uns nicht verstecken und B, sind wir von den dreien wirklich innovativ und mit modernen, neuen Dingen auch und das, was jetzt alles kommt, gesegnet im wahrsten Sinne des Wortes. Mit 24 Ja, bei 4 Gegenstimmen und einer Enthaltung fiel die Stadtratsentscheidung für die Neubebauung doch recht eindeutig aus. Nach den Planungen der Halsdorfer und Ingenieurprojektgesellschaft sind dabei ein Komplex für Einzelhandel mit 235 Pkw-Stellflächen, Neubauten der Lebensräume Genossenschaft sowie 15 Einfamilienhäuser angedacht. Das auf dem Areal befindliche Apartmenthaus soll dabei erhalten bleiben. Die Schwesternhäuser in Kleinwelka sind ab sofort eine von 7 Most Endangered Kulturerbestätten Europas. Das Programm der Europa Nostra nimmt gefährdete Denkmäler auf und mobilisiert öffentliche und private Partner auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene, um eine tragfähige Zukunft für diese Stätten zu finden. Das spätbarocke, aus 5 Einzelgebäuden und Garten bestehende Kulturdenkmal in Kleinwelka droht trotz seiner besonderen Bedeutung für immer verloren zu gehen, so der Verein Schwesternhäuser Kleinwelka. Der Holzschwarm hat sich in die Holzkonstruktion eingenistet, ganze Dächer mussten notgesichert werden. Nach der Vereinsgründung konnte bislang vor allem auf lokaler Ebene erste Maßnahmen eingeleitet werden. Zuletzt waren 222.500 Euro aus öffentlicher Hand bereitgestellt worden. Allerdings seien weitere Finanzmittel im 7-stelligen Bereich nötig, um alle Gebäude und das weitläufige Gartengelände endgültig und langfristig vor dem Verfall zu retten, so der Verein. Auf Grundlage eines neuen, erst kürzlich erarbeiteten Nutzungskonzeptes können erste Vorschläge im Verein selbst ausprobiert werden. Ziel ist es aber, weitere Unterstützer für das Ensemble und die Nutzungsidee zu finden, damit die Schwesternhäuser bald als wertvolles Zeugnis des gemeinsamen europäischen Kulturerbes wirken. Der Landkreis Elbe-Elster wird in diesem Jahr 30 Jahre alt.
Grund genug, im Sänger- und Kaufmannsmuseum Finsterwalde einmal auf 30 Jahre Kulturarbeit in der Region zurückzublicken. Vor allem aus kultureller Sicht hat Elbe Elster viel zu bieten. Von zahlreichen Kulturensembles bis hin zu einer lebendigen Musikerszene, welche nicht zuletzt auf die Kreismusik- und Kunstschule Gebrüder Graun zurückzuführen ist. Hier spielt die Musik, ist schon länger der offizielle Landkreisslogan. Ein besonderer Dank ging bei der Ausstellungseröffnung an Andreas Pöschel, welcher lange Jahre als Chef des kreislichen Kulturamtes unzählige Projekte mit Anschub und erfolgreich umsetzte. Ob nun das internationale Puppentheaterfestival, der Lutherpass oder die drei kreislichen Museumsstandorte in Finsterwalde, Doberlo-Kirchhain und Mühlberg. Vieles begegnet einem in der Ausstellung wieder. Auch manches fast Vergessene, wie beispielsweise ein Weltrekordversuch in der Elbe-Elster-Halle, wird wieder in Erinnerung gerufen. Damals schaffte es die Graun-Schule mit dem größten Keyboard-Orchester der Welt mit über 300 Akteuren bis ins Guinness-Buch der Rekorde. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 21. Mai. Es geht jetzt weiter mit den aktuellen Kurznachrichten. Es ist bereits einige Zeit her, dass die Wasseranlage des beliebt bekannten Parks in Bad Muskau saniert wurde. Jetzt wurde dieses Unterfangen erneut angegangen. Doch das ist nicht die einzige Neuerung, die in dem Erholungsgarten derzeit entsteht. Diese und weitere Meldungen aus Ostsachsen und Südbrandenburg folgen jetzt. Das Wasserkraftwerk im Pücklerpark in Bad Muskau wird saniert. Zuletzt wurde die Anlage Ende der 90er Jahre nur in Teilen modernisiert, so dass Wehr und Kraftwerk nun stark in die Jahre gekommen sind. Die Arbeiten beginnen zunächst mit der Erneuerung der Einlaufmauer, Einlauftafeln und Wehrpfeiler. Außerdem sollen die ersten Rohre für die Fischpassanlage verlegt werden. Die Sanierungen sollen planmäßig im März 2024 abgeschlossen sein. Die Sedlitzer Bergfreunde setzen den ersten symbolischen Spatenstich für die Landmarke Sedlitzer Turm. Der neue Felsen zum Klettern soll auf dem Sportplatz von Blau-Weiß Sedlitz entstehen und zu einem weiteren touristischen Highlight im Lausitzer Seenland werden. Erste Ideen zu einem solchen Felsen bestanden bereits in den 70er Jahren. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen werden. Dann wird der 12 Meter hohe Felsen bereits vollständig für alle Kletterfreunde nutzbar sein, zusammen mit drei ebenfalls bis dahin entstehenden Boulderfelsen. 2024 erfolgt dann der zweite Bauabschnitt mit der Erstellung des mindestens 17 Meter hohen Turms. Die Entwicklung der weiteren Bauarbeiten kann auf der Website landmarke-sedlitzer-turm.de mitverfolgt werden. Die diesjährigen Gewinner des Gästeliebling 2023 vom Landestourismusverband Sachsen stehen fest. Bei der Verleihung des Gästeliebling werden die beliebtesten Beherbergungseinrichtungen in Sachsen ermittelt und durch Online-Abfragen ausgesucht. Drei Einrichtungen aus der Lausitz haben in den Kategorien Hotel, Pension und Ferienwohnung gewonnen. Zu den Gewinnern zählen das Hotel und Restaurant Waldblick aus Pulsnitz, der Gasthof Alte Schmiede Lückendorf und das Ferienhaus Landromantik aus Bautzen. Die Ergebnisse beweisen einmal mehr, dass die Oberlausitz in Sachen Qualität und Gastfreundschaft herausragende Leistungen erbringt, so Olaf Franke, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft Oberlausitz Niederschlesien. Wie die Stadt informiert, kann in Hoyerswerda bald eine neue Radtour von Einheimischen und Touristen erkundet werden. Sie ist 10 Kilometer lang und steht unter dem Titel Spur der Steine. Hier kann die in Stein gehauene Kunst, die in den internationalen Bildhauersymposien seit 1975 entstanden ist, auf insgesamt 7 Stationen erkundet werden. Die Initiative Mitmacht Stadt hatte Ende 2021 die Idee aufgegriffen, die Uwe Proksch bereits im Jahr 2012 ins Gespräch brachte. Dank eines Preisgeldes aus dem 7-0 Plus Mitmachfonds konnte das Projekt nun in die Umsetzung gehen.
Die Sächsische Landesstelle Nachbarsprache, kurz LANA, bietet jetzt ein breit gefächertes Unterstützungsangebot für alle Akteure der sächsischen Kita-Landschaft. Dabei werden Kitas an der Grenzregion zum Thema Sprache und Kultur der polnischen oder tschechischen Nachbarn unterstützt. Die Unterstützung beinhaltet ein breites Angebot von Online-Wegweisern mit gebündelten Fachinformationen, Beratung von grenzüberschreitenden Kita-Aktivitäten und stellt vielfältige mehrsprachige Materialien bereit. Eine Übersicht über das Unterstützungsangebot für Kitas in der Grenzregion ist unter nachbarsprachen-sachsen.eu zu finden. Ulrike Walinski ist jetzt die neue Leiterin des Pflegedienst im Krankenhaus Spremberg. Wie sie selbst mitteilte, möchte sie eine hohe Patientenzufriedenheit erlangen und den guten Ruf des Krankenhauses bewahren. Walinski ist ein langjähriges Vorstandsmitglied des Krankenhausfördervereins und arbeitet seit mehreren Jahren als erfahrene Pflegekraft. Mit ihrer neuen Position wird Walinski das Management des Krankenhauses ergänzen und an künftigen Entscheidungen der Klinik mitwirken. Die Spielerinnen des HC Rödertal sind am Samstag, dem 15. April, im Norden der Republik zu Gast. Es geht nach Niedersachsen zu den Handballluchsen des HL Buchholz 08 Rosengarten. Anwurf in der Nordheidehalle ist um 19 Uhr. Die Rödertalbienen, die in der zweiten Handball-Bundesliga aktiv sind, schauen nach zwei spielfreien Wochenenden zuversichtlich auf den Saisonendspurt. Aktuell belegen sie den 4. Tabellenplatz. Am Sonntag starten die Musikfesttage in der Hoyerswerdaer Lausitzhalle. Mehr als 220 Künstler werden in den kommenden zwei Wochen auf den Bühnen der Zusestadt zu sehen und vor allem zu hören sein. Die Highlights der insgesamt 12 Konzerte für Groß und Klein hat uns Organisatorin Christiane Vogel vorab verraten. Heute so besonders gut drauf in die. Frisch gepudert setzen wir den Hut auf für Sie. Zeigen unser Showprogramm mit allem Shishi. Machen ohne Pause für die Gastronomie. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Das größte Musikereignis für Hoyerswerda und Umgebung, so kann man es sagen, wirft seine Schatten voraus. Am 16. am Sonntag, am 16. April, werden die 56. Hoyerswerda Musikfesttage eröffnet. Und darüber wollen wir jetzt reden mit der Organisatorin, mit Christiane Vogel. Frau Vogel, ganz kurz zur Vorstellung. Wenn Sie nicht gerade die Musikfesttage organisieren, Sie sind ja die Schwiegertochter eines der bekanntesten Hoyerswerda. Was machen Sie sonst? Ich mache ganz viel, mit Musik natürlich auch. Also ich organisiere den Regionalwettbewerb Jung Musiziert und bin Vereinsvorsitzende für das Sinfonische Orchester in Hoyerswerda. Und richtig hauptberuflich bin ich Versicherungsfachfrau seit über 30 Jahren. Und jetzt aber die Organisatorin der Musikfesttage Hoyerswerda. Ich habe erst gelesen, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Was haben Sie denn erreicht? Was gibt es denn in diesem Jahr zu hören und zu sehen? Wie bunt werden die Musikfesttage? Ja, also es werden 12 ganz verschiedene Veranstaltungen dargeboten mit zwei sinfonischen Orchestern, mit Chören aus Görlitz und aus Bautzen, Solisten, Klavierabend, Kammermusik, das besondere Instrument und natürlich auch nicht zu vergessen Kinderveranstaltungen. Einmal den Traumzauberbaum und dann das Konzert junger Künstler. Sollte man ja nicht vermuten, bei Musikfesttagen denkt man eher so an nur klassische Konzerte, deswegen aber auch die Vielfalt der Musik, das Bunte bei den Hoyerswerda Musikfesttagen. Ja, habe ich noch vergessen, und zwar was ganz Besonderes. Erstmalig The Cool Kids, eine Jazz- und Swingband, und die spielen so den Jazz und Rock'n'Roll und der 20er, 30er, 40er Jahre bis heute in ihren eigenen Variationen. Das wird also eine ganz tolle neue Sache. Oder auch die abendlichen Tiefblechklänge in der Johanneskirche kann ich sehr empfehlen. Und was noch ganz neu ist in diesem Jahr, eine Kombination aus Orgel und Klavier, die also vierhändig gleichzeitig an Klavier und Orgel spielen werden in der Johanneskirche. Nun haben Sie schon einige Höhepunkte rausgegriffen. Auf was freuen Sie sich denn am meisten? Ja, gerade auf dieses Orgelkonzert zum Beispiel, aber auch auf das Eröffnungskonzert mit der Neuen Lausitzer Philharmonie, mit der 9. Sinfonie von Beethoven und Chor. Die Ode an die Freude wird gespielt. Das ist was ganz Tolles. Und aber auch natürlich auf das Abschlusskonzert.
Es wird 3 Spielstätten geben, auch in diesem Jahr. Ja, und zwar die Lausitzhalle 4-mal, 6-mal wird der Schlosssaal genutzt dazu und 2-mal die Johanneskirche. Und es gibt in diesem Jahr auch wieder das besondere Instrument. Was ist es in diesem Jahr? Verraten Sie uns bitte. Ja, das ist ein Autoharpsinger. Das ist ein zitterähnliches Instrument, klingt aber wie 2 Gitarren. Und ja, lassen Sie sich überraschen. Und noch eins zum Programm. Ich habe erst gehört, auch Musik von den Beatles wird zu hören sein. Ja, das zum Beispiel bei den abendlichen Tiefblechklängen in der Johanneskirche. Die 4 Blechbläser-Studenten werden also dort eine große Bandbreite von Musik zu Gehör bringen. Wunderbar. Frau Vogel, das wird die Zuschauer ebenfalls interessieren. Wo gibt es denn Karten? Ja, an den bekannten Vorverkaufsstellen, der Lausitzhalle, der Touristinformation oder aber auch online. Und für die jungen Leute wird es auch in diesem Jahr das Kombi-Ticket geben. Die Musikflatrate, so nennt sich das. Musikflatrate, ja. Genau. Und zwar ist das auch traditionell, dass Kinder, Schüler und Studenten, Auszubildende für nur 5 € alle 12 Veranstaltungen besuchen können. Das ist eine gute Sache. Und wer nicht so gut zu Fuß ist oder kein Auto hat oder wie auch immer, der kann auch wieder mit dem Taxi kommen. Kommen nicht, aber abgeholt werden. Abgeholt werden, so rum war es, genau. Ich muss jetzt kurz überlegen, genau. Ja, also wer mit dem Taxi nach Hause gebracht werden möchte, kann das also schon beim Kartenverkauf anmelden und mit buchen sozusagen, aber das kann auch an der Abendkasse noch passieren. Und wir können es auch richtig beim Namen nennen, Kulturtaxi heißt es nämlich auch richtig. Ja. Frau Vogel, wunderbar, haben wir alles geklärt. Ich wünsche Ihnen viele Besucher und ich wünsche Ihnen natürlich generell gutes Gelingen bei Ihren ersten Hoyerswerda Musikfesttagen. Alles Gute. Dankeschön. In Ihren Herzen. Malvonia! Ноги пусть ланы, тот сам молва и малды, Малинде и шею, сыч на шею, глыб на глан. Лапука пасиня, козе, яко сыца пина, А яке бея, лове, яко ни. Йорги, Йорги, пусть ланы, тот сам молва, Йорги, Йорги, глупо като ни. Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen das Team vom Autohaus Sarotnik in Weißkolm und dazu gleich noch ein Frühlingsangebot. Der kostenlose Technikcheck Ihres Autos vor der Durchsicht, unser Frühlingsangebot, bis Ende April. Kein Problem mehr mit Ihrem Fahrzeug bei TÜV und DEKRA. Dafür sorgt Ihr Autohaus Sarotnik, der Mehrmarkenhändler aus Weißkolm. Sie sind herzlich am 22. April zur MyLife nach Kamenz eingeladen. Die Messe ums Thema Gesundheit und Lifestyle. Entdecken Sie eine Vielfalt an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, gesund zu bleiben oder es zu werden. Lassen Sie sich von unseren Experten und unseren Partnern der Barmer, Fühlag, Habitus Motion, Ökolutz, der Fleißmeise, Gers Hörgeräte und Auto Elitsch beraten und erhalten Sie wertvolle Tipps für ein schönes und vitales Leben. Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm erwartet Sie auch der besondere Eisstand von Eisuli. Erleben Sie einen Tag voller Inspiration und Motivation für ein gesünderes und glücklicheres Leben. Am 22. April von 10 bis 18 Uhr im MyGym Prime Kamenz, Siedlungsweg 41. Übrigens, der Eintritt ist frei. Kommen wir nun zu den aktuellen Blaulichtreport. In Neugersdorf kam es vor kurzem zu einem Crash, bei dem auch eine Fahrt ins Krankenhaus nicht ausblieb. Diese und weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr haben wir jetzt für Sie. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochabend in Neugersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Opel und ein Renault an der Kreuzung Hauptstraße-Schillerstraße. Der Renault krachte dabei in die Fahrerseite des Opel. Umgehend eilten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, Rettungswagen und Beamte der Polizei zum Unfallort. Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Zusammenstoß 2 Personen verletzt. Diese wurden anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Hauptstraße war im Zuge der Einsatzmaßnahmen für ungefähr eine Stunde voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Kreuzung der B156 zur S108 bei Uist-Spree kam es Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Offenbar hatte der Fahrer eines Renault die Vorfahrt eines Toyota nicht ausreichend beachtet und es kam zum Zusammenstoß. Neben mehreren Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert.
Am Mittwochnachmittag wurden Kameraden der Polizei und Feuerwehr in die Rietschelstraße nach Lauchhammer gerufen. Dort stand bislang aus ungeklärter Ursache ein Schuppen in Flammen. Bis 18 Uhr war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand zu bekämpfen. Ein Kamerad erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste durch Rettungskräfte behandelt werden. Und ebenfalls am Mittwochabend haben Jugendliche ein Boot am Wacheberg in Jenkendorf gestohlen. Zunächst teilte der Eigentümer eines Ruderbootes der Polizei mit, dass er zwei Personen mit dem Boot auf dem Quitzdorfer See gesichtet hat. Eine Streife konnte die Person stellen. Es handelt sich um einen 14-jährigen und einen 15-jährigen Jugendlichen. Am Boot entfernten die deutschen Tatverdächtigen die Kennzeichnung. Hierdurch verursachten sie einen Sachschaden von etwa 870 Euro. Das Wasserfahrzeug konnte vor Ort dem Besitzer zurückgegeben werden. Der zuständige Kriminaldienst übernahm die weiteren Ermittlungen. Anwohner der Karl-Marx-Straße in Groß-Reschen nahmen gegen 1 Uhr nachts am Donnerstag einen lauten Knall wahr und informierten die Polizei. Kurze Zeit später standen 6 große Mülltonnen auf dem Müllplatz sowie nebenstehende Bäume in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen angrenzenden Wohnblock verhindern. Die Brandursache ist noch nicht vollständig geklärt. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 3.000 Euro. Jetzt folgt der Blick aufs Wetter und wir haben auch noch ein paar schöne Veranstaltungstipps für Sie. Zuvor geht es aber wie immer an dieser Stelle zurück in die Lausitzer Vergangenheit. Heute schauen wir nach Zittau, zurück ins Jahr 2011, in welchem die Stadt den Wiederaufbau nach einer folgenschweren Naturkatastrophe plante. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 13. April 2011 trat der Wiederaufbauplan der Stadt Zittau nach den Hochwasserschäden von 2010 in Kraft. Das Jahrhunderthochwasser hatte in Zittau besonders verheerende Schäden angerichtet. Vor allem in der Weinau und im Stadtteil Hirschfelde, aber auch an der Stadtgrenze zu Olbersdorf. Nach tagelangen Starkregenfällen Anfang August waren die Neiße und die Mandau über die Ufer getreten. Am Nachmittag des 7. August wurde der Katastrophenalarm ausgelöst. Teile von Zittau mussten evakuiert werden. Rund 8 Monate später konnte mit der Beseitigung der Flutschäden in der Gerhard-Hauptmann-Stadt begonnen werden. Mit 83 Maßnahmen im Gesamtwert von knapp 15 Millionen Euro war es das umfangreichste Vorhaben in ganz Sachsen. Zu den größten Einzelprojekten gehörten der Wiederaufbau der Sportanlage in der Weinau, des Tierparks, des Feuerwehrhauses Hirschfelde sowie des Oder-Neiße-Radwegs in Richtung Rosenthal. Außerdem errichtete die Stadt Zittau einen Hochwasserstützpunkt, um für künftige Ereignisse gewappnet zu sein. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die Modellbahnwerkstatt steht für alle Interessierten am Wochenende, dem 15. und 16. April, jeweils von 10 bis 17 Uhr offen. Es ist die dritte Modellbahnwerkstatt 2023. Der Besuch der Räume ist kostenlos, jedoch ist für die Energiefabrik der übliche Eintritt zu zahlen. Am 19. April hält der Wolfsexperte und Naturführer Stefan Karsche auf Einladung von Gesellschaft für Heimatkunde Hoyerswerda Museumsverein einen Vortrag zum Thema Wölfe in Sachsen und Neues aus der Natur um Hoyerswerda. Beginn ist um 17 Uhr im Kaminzimmer des Schlosses. Am 19. April findet einen Vortrag und eine anschließende Gesprächsrunde mit Sigbart Matsch von 17 bis 19 Uhr statt. Der Journalist und Geschäftsführer des Hoyerswerdaer Wochenblatt äußert sich zu dem Thema Lokaljournalismus in Hoyerswerda. In der Brigitte-Reimann-Stadtbibliothek kann man Leute kennenlernen, diskutieren und das alles bei kostenfreiem Kaffee und Keksen. Nach dem sonnigen und warmen Tag gestern verdunkelte die graue Wolkendecke den heutigen kühleren Donnerstag. Aber es blieb trocken. Erst in der Nacht wird ein weniger Niederschlag erwartet. Die Temperatur lag zwischen 7 und 13 Grad. Die Wolken werden auch morgen nicht verschwinden. Im Lausitzer Tiefland wird es zeitweise Regen. Vor allem am Abend wird die Niederschlagswahrscheinlichkeit sehr hoch sein. Im Gegensatz zu heute sind morgen niedrige Temperaturen zwischen 8 und 4 Grad zu erwarten.
Im Hochland sieht es ähnlich aus, wo das Thermometer den Tag über nur einen Grad tiefer steht als im Tiefland. Es wird ergiebig Regen und ein auffrischender Wind kommt auch dazu, sodass die Tiefstemperatur bei 4 Grad liegt. Am Samstag klettert das Quecksilber bis auf 13 Grad hoch und sinkt nicht viel tiefer als 7 Grad ab. Wir werden in dem Tag mit etwas Regen starten und es wird weiterhin bewölkt bleiben. Erst in der Nacht wird der Himmel klarer. Am Sonntag können wir positiv in den Tag starten. Die Sonne wird am Vormittag stark leuchten, sodass wir angenehme 15 Grad erwarten können. Diese werden jedoch im Laufe des Tages bis auf 1 Grad sinken. Am Nachmittag kann es etwas regnen, dann bleibt der Himmel aber wolkenfrei. Nun, liebe Zuschauer, ist die Drehscheibe Lausitz schon fast zu Ende. In Kommentiert, unserem Kommentar der Woche, spricht diesmal Rolf Kabaum über die Politik in den USA. Insbesondere blickt er auf die angehende Präsidentschaftswahl 2024. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns dann morgen zur gewohnten Zeit um 18 Uhr hier im Lausitzwelle Fernsehen zur nächsten Drehscheibe Lausitz. Oder wenn Sie mögen, um 18.30 Uhr per Satellit auf Sachsen 1. Alle Beiträge und Infos sind auch auf lausitzwelle.de noch einmal nachzulesen. Auf Wiedersehen. Kommentiert. Amerika ist ein gespaltenes Land. Tiefe Risse trennen Arme und Reiche, Schwarze und Weiße, Demokraten und Republikaner. Die Grenzen eines Zwei-Parteien-Systems beeinträchtigen die Entwicklung des Landes, das sich als Bewahrer der Demokratie versteht. Doch ist es das tatsächlich? Das Land, das einen Präsidenten Trump ertragen hat, ist an ihm nicht zugrunde gegangen. Einen jetzt Ex-Präsidenten, der lügt, hetzt und spaltet, und der in den vergangenen Tagen in New York vor Gericht erscheinen musste. Ein krimineller Angeklagter mit ausgeprägten narzisstischen Zügen, dem der Staatsanwalt 34 falsche Angaben in seinen Geschäftsunterlagen des seinerzeitigen Wahlkampfes vorwirft. Und das sind gewiss die harmlosesten Vorwürfe gegen ihn. Der solcher Art Angeklagte indessen hetzt und höhnt ungebremst weiter und scharrt die ihm hörige Anhängerschaft in dem gespaltenen Land fester um sich. Er nutzt seine missliche Lage für den Ausbau seiner politischen Ziele. Und er kann und vor allem will wieder Präsident werden. Dieses Gesicht der Weltmacht USA, die immer behauptet, der Gralshüter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu sein, ist nicht mehr das große Vorbild für die gesamte Welt, die, je nach politischen Verhältnissen, diese Vorgänge mit Bedauern und Befremden oder aber mit Genugtuung und Schadenfreude zur Kenntnis nimmt. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.